Willkommen bei Phonofono in Berlin. Heute möchte ich Ihnen einen ganz außergewöhnlich guten Lautsprecher vorstellen, die Rockport Atria 2, die Sie hier neben mir sehen. Und ausgehend von diesem Lautsprecher möchte ich Ihnen beschreiben, was für eine Anlage Sie dazu kombinieren könnten oder auch sollten, um einen solchen Lautsprecher angemessen zu betreiben und auf seinem qualitativ extrem hohen Niveau dann auch wirklich zu Hause hören zu können. Lassen Sie uns den Lautsprecher zunächst betrachten. Die Atria 2 von Rockport ist ein Dreiwege-Lautsprecher, der ab Werk mit einem Single-Wiring-Port ausgestattet ist. Das heißt, wenn Sie auf die Rückseite schauen, haben Sie nur einen Anschluss mit Plus und Minus. Optional gibt es das Modell auch mit B-Wiring. Das werde ich Ihnen in einem anderen Video zeigen, was Sie dann machen können. Dieses Modell kostet knapp über 30.000 Euro. Das heißt, die Elektronik, die daran angeschlossen wird, darf durchaus im vergleichbaren Preisrahmen liegen. Der Wirkungsgrad dieses Lautsprechers liegt bei 87,5 dB. Was bedeutet, dass Sie diesen Lautsprecher vielleicht nicht mit extremer Leistung befeuern müssen, aber durchaus einen Verstärker suchen sollten, der tendenziell 50 Watt und mehr haben sollte. Das empfiehlt auch der Hersteller. Damit fallen die meisten Röhrengeräte von vornherein weg. Und wir haben das ebenfalls festgestellt. Es gibt einige Röhrenverstärker, die mit diesem Lautsprecher gut harmonieren. Aber mit Transistorgeräten gelingt es deutlich einfacher. Und was Sie hier neben mir sehen, ist auch eine Anlage, die mit Transistor-Endstufen arbeitet. Die Atria 2 hat einen vergleichsweise kleinen Tieftöner. Es ist ein rückseitig geöffnetes Bassreflexsystem. Dieser Lautsprecher ist für kleine bis mittelgroße Wohnräume geeignet. Es gibt ein größeres Modell, die Avier 2, die dann mit zwei Tieftönern arbeitet und auch für mittelgroße bis große Räume entsprechendes Bassvolumen bereitstellt. Sie sollten einen Lautsprecher wie diesen nicht zu nah an die Seiten- und Rückwände stellen. Einen halben bis ein Meter Abstand ist ideal. Die Aufstellung ansonsten ganz konventionell, wie bei jedem guten Stereosystem. Abstand beider Lautsprecher zu Ihrem Sitzplatz ungefähr so viel wie Abstand zwischen den Lautsprechern, in der Regel etwa 20% mehr Abstand Lautsprecher zum Hörplatz, leicht eingewinkelt, Aufstellung auf stabilem Untergrund, in unserem Fall ist das eine Schieferplatte mit aufgelegtem Schichtsperrholz und Stillpoints Ultra 5. Im Grunde haben Sie jetzt erstmal die Informationen bekommen, die Sie auch vom Hersteller auf deren Seiten sehen können. Was aber noch nichts darüber sagt, welchen Verstärker Sie dafür nehmen sollten. Es gibt in dieser Preisklasse und Qualitätsklasse Lautsprecher, die sehr selektiv sind. Das heißt, es gibt ein, zwei, drei Endstufen Vollverstärker, die damit traumhaft spielen und eine große Gruppe von anderen Verstärkern, sei es Röhre oder Transistor, die daran nicht gut klingen. Die Rockport gehört zum Glück nicht ganz zu diesen extremen, sagen wir mal, zickigen Lautsprechern, wenn man es etwas menschlich aussprechen möchte. Die Rockport lässt sich mit einer großen Menge von Transistorverstärkern gut betreiben, bis sehr gut. Es gibt allerdings auch für diesen Hersteller, für dieses Modell Verstärker, wo man wie vom Donner gerührt sitzen bleibt und sich denkt, Gott, das ist ja viel besser als alles andere. Woran das dann genau liegt, weiß niemand, weder der Hersteller des Verstärkers noch der Hersteller des Lautsprechers. Wir brauchen deswegen gerade bei neuen Herstellern, die wir ins Programm nehmen, relativ lang, um auszuprobieren, was kann man denn rausholen aus so einem Lautsprecher. Denn wenn Sie den einfach auspacken, ein bisschen einspielen lassen, also damit meine ich 100 bis 200 Stunden einfach mal blind spielen lassen, damit sich das alles ein bisschen einschwingt, und dann ausprobieren mit einem Verstärker, werden Sie feststellen, ach ja, das klingt eigentlich ganz gut und Sie werden sitzen bleiben, zufrieden sein, gut. Nur schauen Sie, dazu brauchen Sie mich nicht. Für ein bisschen gut geht eigentlich auch preislich deutlich einfachere Lautsprecher. Für Lautsprecher dieses Kalibers allerdings
wird es Ihnen zu Hause auch mit viel Liebe und Geduld nicht gelingen, die Idealkombination rauszubekommen. Dazu haben Sie weder die Zeit noch die technischen Möglichkeiten. Und damit meine ich, ein Laden wie wir, ein Hi-Fi-Geschäft mit Fachleuten wie bei uns, bedeutet ja nicht nur, dass wir solche Lautsprecher hier stehen haben und verkaufen, sondern wir wissen auch, was wir damit machen. Und das wissen wir nur, weil wir im Vorfeld sehr viel ausprobiert haben. Wir haben hier in unseren Räumen eine ganze Reihe von Verstärkern, die im unteren bis mittleren fünfstelligen Preisbereich liegen. Und genau das brauchen Sie, wenn Sie wissen wollen, was kann denn so ein Lautsprecher? Da reicht es aber nicht, irgendeinen Verstärker zu nehmen, der halt 10, 20, 30.000 Euro kostet, sondern Sie müssen rumprobieren. Und dann müssen Sie ausprobieren, welches Lautsprecherkabel passt denn dann am besten. Welches Stromkabel, welche NF-Verkabelung brauchen Sie, was für einen Zuspieler, was für einen Plattenspieler, Phono-Vorstufe, was für einen Tonabnehmer harmoniert denn in einem solchen System idealerweise am besten. Und genau das möchte ich Ihnen, das Resultat möchte ich Ihnen hier zeigen. Der Weg dorthin ist so aufwendig und lange, dass dieses Video bei weitem die Zeit sprengen würde, wenn ich Ihnen das auch noch erzähle. Außerdem muss ich Ihnen ja nicht sagen, was nicht funktioniert. Das werden Sie vermutlich überall sonst anhören können. Wenn man sich anschaut, mit welchen Herstellern dieser Lautsprecherhersteller auf Messen vorführt, wird man eine Häufung von Berichten finden, wo Nagra oder Solution genannt wird. Was ich Ihnen hier hergestellt habe, ist eine Komplettanlage von Solution, einem Schweizer Hersteller. Ich hätte auch eine Nagra-Anlage hier herstellen können. Die kennen Sie aber aus anderen Videos. Und ich dachte mir, ich muss ja auch mal ein bisschen was Abwechslungsreiches Ihnen bieten, damit Sie sehen, was wir hier alles an Wunderwerken anzubieten haben. Solution ist ein Schweizer Hersteller, der sich weltberühmt gemacht hat mit Transistor-Endstufen und Vorstufen. Die Endstufe, die erste, die von Solution entwickelt wurde, die 700er-Reihe, hat gleich mehrere Preise gewonnen und ist Referenzgerät immer noch, auch in vielen Redaktionen, die ich sehr schätze in den USA, Stereophile, Absolute Sounds. Und wenn Sie sich da interessieren für, können Sie auf deren Seiten einige interessante Berichte über Solution sich durchlesen, übrigens über Rockport natürlich genauso. Was Sie hier sehen, ist die neue 5er-Serie relativ neu im Vergleich zu der 7er-Serie. Die 5er-Serie ist ein, sagen wir mal, die mittlere Preis- und Leistungsklasse bei Solution. Ganz außen sehen Sie die große, den großen Kasten, wenn Sie so wollen. Das ist die Stereo-Endstufe, die 511 mit etwa 150 Watt Leistung je Kanal. Dieses Gerät können Sie auch mit einem zweiten zusammen als Mono-Endstufe dann benutzen mit erheblich größerer Leistung. Die Leistung dieser Endstufe brauchen Sie hier für diesen Lautsprecher gar nicht so sehr, um laut zu spielen. Das können Sie sowieso auch machen. Aber Leistung bedeutet in diesem Fall eher Strom. Strom brauchen Sie für einen solchen Lautsprecher, um den Bass zu kontrollieren. Und es ist unglaublich spannend auszuprobieren, was zum Beispiel passiert, wenn Sie diese Rockport Atria mit einem wundervollen, ich sage jetzt mal, Röhrenverstärker von Kondo betreiben, der nur 30 Watt Leistung hat, der im Mittelhochtonbereich ganz fantastisch klingt, der aber im Bass sehr dünn spielt. Und das liegt nicht daran, dass der Kondo ein schlechter Verstärker ist, sondern die Kombination von einem solchen Lautsprecher mit 87,5 dB Wirkungsgrad und einem Röhrenverstärker, der gerade mal 30 Watt liefern kann, kann technisch nur in sehr seltenen Fällen gelingen. In diesem Fall hat es uns nicht gut gefallen. Und auch der Hersteller empfiehlt ja, wie ich schon sagte, eher Transistorgeräte. Mit diesem Solution-System, was Sie hier sehen, kann ich mir kaum vorstellen, dass Sie hier im Bass noch irgendwelche Fragen haben. Es sei denn, Sie haben einen etwas größeren Raum. Damit meine ich einen Raum deutlich über 30 Quadratmeter. Und dann sollten Sie diesen größeren Modell greifen, der Ivio, die dann einen zweiten Tieftöner hat. Hier neben mir sehen Sie die Vorstufe, die 525er und die Phonostufe, die 550er von Solution. Ich kann Ihnen zwar hier über das Video nicht vermitteln, was Sie hier erwartet, aber Sie können sicher sein, dass Sie das in einer solchen Form nur sehr, sehr selten hören und möglicherweise nicht zu diesem vergleichsweise günstigen Preis, auch wenn er Ihnen vielleicht recht hoch erscheint. Was hier auch eine große Rolle spielt bei dieser Anlage, sind die Lautsprecherkabel. Wir benutzen hier Transparent,
großartige Lautsprecherkabel mit einer Längenkompensation. Transparent ist ein amerikanischer Hersteller, der Kabel baut, die so ein kleines Knubbelchen eingebaut haben. Und dieses Knubbelchen sorgt dafür, dass der Verstärker, in diesem Fall bei Lautsprechern, aber auch bei NF-Kabeln, nicht sieht, wie lang das Kabel ist. Unabhängig davon, ob Sie ein 1 Meter, ein 5 Meter, ein 10 Meter Kabel nehmen. Das ist sehr praktisch. Bei anderen Herstellern ist es so, dass je länger das Kabel ist, umso mehr die Hörqualität leidet. Das ist bei Transparent nicht der Fall. Zudem klingen die Kabel exemplarisch neutral. Es ist fantastisch, was dieser Kabelhersteller hinbekommen hat. Und deswegen haben wir den schon seit vielen Jahren als unser internes Referenzkabel. Wir haben andere Kabel, die durchaus in Einzelanlagen vielleicht noch ein i-Tüpfelchen homogener spielen, aber mit einem Transparent-Kabel erreichen sie in der Regel mindestens 90, wenn nicht 110% der Leistungsfähigkeit ihrer Anlage. In diesem Fall kommt dazu, dass Rockboard mit Transparent-Kabeln die Lautsprecher entwickelt und das hört man sehr deutlich. Wir haben andere Lautsprecherkabel, die hier auch sehr, sehr gut drin spielen, zum Beispiel von Tellurium. Die Silver Diamond oder Black Diamond Serie, auch ganz außergewöhnlich gute Kombination, die etwas lebendiger, etwas dynamischer spielt. Insgesamt am neutralsten ist die Variante eben mit Transparent gewesen und deswegen führen wir in der Regel diese Lautsprecher auch mit Transparent-Kabeln vor. Solution spielt übrigens erstaunlicherweise auch mit Transparent-Kabeln überragend gut. Hier sehr, sehr wichtig auch die Stromversorgung und die Aufstellung. Ich sagte vorhin schon so in einem Nebensatz, die Lautsprecher stehen natürlich auf Steelpoints Ultra 5. Wie alle Lautsprecher, die wir hier vorführen, das verbessert die Transparenz, die räumliche Abbildungstiefe und die Feinauflösung, also Klangfarben. Die Solution-Geräte reagieren auf die Aufstellung auf Steelpoints noch extremer, nämlich noch positiver. Wenn Sie diese Geräte einfach so auf die schon recht ausgeklügelten Füßchen stellen, die da ab Werk dran sind, klingt das gut. Und wenn Sie da Ultra 6 drunter tun, wie Sie hier sehen, dann explodiert geradezu die Transparenz und die Öffnung des Raumes in die Tiefe, in die Höhe und die Feinauflösung. Erstaunlicherweise, vor allem auch bei der Endstufe, die eigentlich ja daherkommt, so nach dem Motto, mich bewirft nichts um, ich bin der Fels in der Brandung. Und tatsächlich ist das ein ultrasensibles, feinfühliges Gerät, was extrem gut klingt, das sagte ich ja schon, aber eben auf Steelpoints Ultra 6 nochmal enorm gewinnt. Viel mehr, als wenn Sie eine doppelt so teure Endstufe kaufen. Natürlich könnten Sie bei der 7er Endstufe das gleiche Spielchen machen, dann haben Sie wieder die Klangsteigerung auf einem nochmals völlig anderen Niveau. Stromversorgung, hatte ich schon gerade kurz erwähnt, auch hier Transparent, Stromkabel sehr, sehr wichtig, auch nicht die billigsten, sondern die Serie, die dann wirklich hier auch die Lastverteilung gut hinkriegt. Und zusätzlich ein Stromfilter von Transparent, hier das mittlere Modell, das auch für eine enorme Steigerung der Transparenz und räumlichen Abbildungstiefe sorgt. Ich wiederhole mich, das klingt so, als ob ich immer das Gleiche sage, aber es ist jedes Mal ein Stück Räumlichkeit, ein Stück Transparenz, ein Stück Klangfarben mehr. Jeder dieser Schritte verdrängt nicht irgendeinen anderen Aspekt. Das heißt, die Dynamik wird dadurch nicht schlechter, der Bass wird nur noch besser, noch knackiger, noch konturierter, noch klarer. Das heißt, die ganze Anlage verdreht sich nicht irgendwie klanglich, tonal durch diese Aufstellung oder durch irgendwelche Schweinereichen, die ich da beim Strom mache, sondern die Anlage spielt wie bisher, nur viel besser. Und all dieses Zubehör, das ich jetzt erwähnt hatte, ist nicht billig, aber der Effekt, den Sie damit erzielen, ist auf andere Art und Weise viel teurer hinzukriegen. Und die andere Art und Weise ist in der Regel, bei den Geräten einfach das Doppelte zu investieren. Und da relativiert sich dann ein Kaufpreis von solchen Füßchen, die durchaus substanziell Geld kosten, sofort. Plattenspieler, sehen Sie hier einen De Beer mit einem exquisit MC-System, beides aus der Schweiz. Hier haben Sie also quasi die Schweizer Garde, nicht? Solution aus der Schweiz, De Beer aus der Schweiz, das exquisit auch aus der Schweiz.
Das Exquisit lässt sich über die Solution-Phono-Stufe sehr, sehr gut betreiben, klingt allerdings über einen speziellen Übertrager einen Hauch cremiger, könnte man sagen. Das ist ein bisschen Geschmackssache und ein Hauch von Optimierungspotenzial, das Sie durchaus nutzen können, wenn Sie das möchten. Für diejenigen von Ihnen, die einen De Beer vielleicht etwas zu groß, zu schwer, zu teuer ist, bietet sich ein Brinkmann an, in diesem Fall ein Taurus. Das ist ein Direktantrieb mit einem Brinkmann 12,5 Zoll Tonarm. In unserem Fall jetzt ein Facemation 2000, eingebaut an einem MC-System aus Japan. Ganz fantastische Kombination, die etwas schöner spielt und auch extrem kräftig im Bass. Man meint ja, dieser Brinkmann ist eigentlich vergleichsweise zierlich im Vergleich zu diesem De Beer. Aber die beiden Plattenspieler klingen auf das erste Hinhören sehr ähnlich. Der De Beer deutlich besser, aber eben auch etwas teurer und aufwendiger. Und in einer solchen Anlage ist durchaus auch ein Brinkmann Taurus eine hervorragende Wahl. Auch hier wieder spielt der Brinkmann über die Solution 550 Phono-Stufe, die übrigens zwei Eingänge hat. Wir können hier also schön hin und her schalten. Für diejenigen von Ihnen, die vielleicht auch speziellere Wünsche haben hinsichtlich Ihrer Plattensammlung, vielleicht haben Sie eine größere Menge an älteren Monoschallplatten, dann können Sie an dem Taurus einen zweiten Tonarm mit einem schwereren Tonarm, zum Beispiel einem Sorane-Tonarm und einem sehr schönen Miyajima-Monosystem hinbauen und dann können Sie hier schön umschalten und können auch Ihre älteren aus den 50er Jahren stammenden Monoplatten mit einem Charme und einem Spaßfaktor hören, den Sie vermutlich nicht für möglich halten. Lassen Sie mich Ihnen hier im Detail kurz zeigen, wie wir die aufgestellt haben, die Geräte. Brinkmann Taurus auf Ultra 6 von Stillpoints, drei Stück. Die Vorstufe von Solution auch hier auf drei Ultra 6 von Stillpoints, ebenso die Phono. Netzteil, Röhrennetzteil des Brinkmann auf 3 Ultra SS. Stromversorgung ebenfalls auf 3 Ultra SS von Stillpoints. Endstufe Solution 511, auch auf 3 Ultra 6 von Stillpoints. Digitalwandler, Metronom, AQWO-C auf 3 Ultra SS. Eigentlich nur, weil ich nicht noch mehr hatte. Wenn die Möglichkeit besteht, steht dieses Gerät auf Ultra 5, weil es sehr schwer ist. Gleiches hier, der Inros Statement, der Streamer, steht auf Ultra 5. Und hier der CD-Player, der Metronom AQWO-T, der Transport, auch auf Ultra 5. Alles auf Stillpoints. Füßchen, die dafür sorgen, dass das Gerät quasi schwebt akustisch, keine Feinschwingungen von unten abkriegt und auch seine eigenen Feinschwingungen in diese Füßchen absorbieren lässt und dadurch die Transparenz, die Feinauflösung, die räumliche Abbildungstiefe enorm gewinnt. Ohne dass tonal, klanglich das Gerät sich irgendwie verändert. Das ist ein geniales System, das wir nicht mehr missen möchten. Schauen wir uns hier noch an die Digitalgeräte, die in einer solchen Anlage natürlich genauso gut spielen können und auch sollen. Dann sehen Sie hier einen recht gerätemäßig hohen Aufwand. Sie kennen ja vielleicht aus anderen Videos schon unsere Erfahrung mit Analog versus Digitaltechnik. Digitaltechnik erfordert immer einen deutlich höheren Aufwand, damit Sie gerade in einer solchen Anlage den erhofften Klanggewinn auch haben. In unserem Fall sehen Sie hier Metronom-Geräte, den AQWO-C, der Konverter, also der Digitalwandler, und -T hier drüben, das ist der Transport, also ein Abspielgerät für CDs und SACDs. Hier drunter sehen Sie einen Streamer, den Statement von Inros, der dann über LAN die Brücke, wenn Sie so wollen, zur Außenwelt herstellt. Da können Sie dann über Cubase oder Tidal sich hochauflösende Musik streamen. Wenn Sie anspruchsvoll streamen möchten, kann ich Ihnen nur sehr dazu raten, hochauflösende Dateien sich entweder direkt zu streamen oder noch besser
zu downloaden. Das Gerät hier hat eine eingebaute Festplatte, eine SSD. Es ist völlig geräuschlos, hat ein Analognetzteil, sehr aufwendig. Sie können hier auch CDs einlegen, dann werden die gerippt. Das heißt, so sagt man, wenn man die CD auf interne Festplatte überspielt. Die Steuerung eines solchen Inwards-Systems erfolgt über eine App, die Sie auf Ihrem Smartphone oder iPad haben oder PC. Und Sie können mehrere Geräte in Ihrer Wohnung benutzen und können über dieses Gerät auch andere Endverbraucher, wenn man so mag, ansteuern. Also ein Sonos-System für Küche oder Bad und Ähnliches. Auch hier sehen Sie übrigens, dass diese Digitalgeräte klanglich sehr positiv reagieren, wenn Sie sie vernünftig hinstellen. Alle Geräte, die Sie hier sehen, stehen auf Stillpoints. In dem Fall die Netzteile hier auf Ultra 5 von Stillpoints und der Wandler auf Ultra SS. Das ist die kleinste Serie in einer solchen Anlagenqualität, die Sie benutzen können. Die Stromversorgung dieser Digitalgeräte, also die Stromkabel, sind ausnahmsweise nicht von Transparent. Das könnte man machen, dann kriegen Sie aber einen sehr zackigen, sportlichen Klang, der vielen nicht gefällt. Und wir haben das sehr häufig, dass wir bei Digitalgeräten von unserer Empfehlung abweichen auf für Transparent Stromkabel und anstattdessen Kondo-Stromkabel nehmen. In diesem Fall sind es die Silberausführungen von Kondo. Der Anschluss dieser Stromkabel erfolgt dann wieder an das Netzfilter von Transparent. Falls Sie es interessiert, die Kabelverbindungen zwischen dem Digitalwandler und dem Inwards erfolgt über USB, in dem Fall über ein Transparent-USB-Kabel. Hier benutzen wir aber durchaus auch, je nach klanglicher Geschmacksrichtung, ein Tellurium, Black Diamond, Silver Diamond oder ein Crystal Cable als Verbindungskabel zwischen Digitalwandler und CD-Player. Hat uns hier ein Tellurium Black Diamond XLR-Kabel am besten gefallen. Wir benutzen hier also die aus dem Profibereich bekannte AES-Verbindung und nutzen auch das Upsampling des CD-Players auf 192 kHz, sowohl für CDs als auch für SACDs. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mir die Zeit geschenkt haben und bis hierhin mir gefolgt sind. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und hilft Ihnen, einen Einblick zu bekommen in Hi-Fi-Technik. Wenn Sie jetzt sagen, das ist das, was ich schon immer mal wollte und mir auch leisten kann, rufen Sie an, kommen Sie vorbei, ich zeige Ihnen, was man hiermit machen kann. Wenn Sie sich das nicht leisten können, erfreuen Sie sich trotzdem daran, dass die Technik nicht 1970 stehen geblieben ist. Das wäre jammerschade, denn mit so einem Kram wollen Sie heute ganz sicher nicht mehr hören, wenn Sie einen Ton über eine solche Anlage gehört haben. Erfreuen Sie sich also, dass es Hersteller gibt wie Rockport, Solution, Brinkmann, De Beer, die das Ende der Fahnenstange im Hi-Fi-Bereich immer noch ein Stückchen weiter nach außen schieben. Denn davon profitiert auch die preiswertere Geräteklasse. Danke nochmals für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Lust haben, besuchen Sie mich, meine Kollegen hier in Berlin, Phonofono in der Bergmannstraße. Tschüss!